doppelter Espresso mit mir. Ein Sip wird genommen und wir sprechen über Online-Geldverdienen-Methoden, Modelle, Business-Coaches und Coachings, aber vor allem die steuerlichen Aspekte. Dafür heute einen Gast, der sich sehr, sehr gut damit auskennt, nämlich Professor Dr. Christoph Jun. Auch wenn ich ihn gleich duze, er hat seine Expertise selber einen relativ großen YouTube-Kanal. Das Spannende bei ihm ist, er kennt sich eben aus mit Dropshipping, Copy-Trading, Amazon FBA und so weiter. Das heißt, er wird uns jetzt gleich mal genau erzählen, wie versteuert man das Ganze. Was hält er vielleicht auch persönlich von diesen Modellen? Hat auch viele Leute, die er natürlich betreut, die vielleicht in so etwas verwickelt waren, selber schon mal irgendwie ein Coaching gekauft haben. Und wir sprechen auch über das Thema Steuersparmodelle, wie zum Beispiel Auswandern. Na, viele gehen nach Dubai, viele gehen nach Zypern. Da gibt es ja auch mittlerweile schon eigene Kurse und PDFs und Menschen, die da irgendwie der Zwischenhändler sind, die dich rüberbringen. Und auch da berichtet er so ein bisschen aus der Erfahrung. Deshalb, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser Folge. Gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr Lust habt, dass ich öfters mal einen Gast einlade, der sich einfach noch besser auskennt. Und ansonsten viel Spaß. Und den Anfang machen wir mit dem Thema Trading. Trading und Copy Trading. Für alle Leute, die es gar nicht kennen, es ist im Endeffekt der Handel mit Finanzprodukten. Oftmals geht es vor allem um das Thema Day Trading. Das heißt, man nimmt Kursschwankungen, die man sozusagen ausnutzen will. Du kaufst zu einem Zeitpunkt, verkaufst beispielsweise 2 Stunden, 4 Stunden später wieder mit einem kleinen Gewinn, aber hast sozusagen gelesen, wie der Graph an der Börse sich verhält. Das klingt fancy, ne? Man denkt jetzt hier vielleicht so ein bisschen an Wolf of Wall Street, man muss aber sich auch mal die Zahlen anschauen, denn da wird tatsächlich berichtet, dass nur 1% aller Trader wirklich langfristig damit Geld machen. Ne? Also zu lesen, wie sozusagen ein Markt sich entwickelt, das ist natürlich nichts, was man mal eben aus einem YouTube-Video lernt oder so, sondern es sind meistens Leute, die das hauptberuflich machen über viele, viele Jahre, die auch Tendenzen kennen, die vielleicht auch teilweise so ein paar Insider-Informationen haben oder das einfach noch schneller lesen können, als wir jetzt als Otto-Normalverbraucher. So, die Leute gibt es, die zeigen ihre Ergebnisse, ob das immer alles so richtig ist, weiß man nicht. Und da gibt es jetzt verschiedene Modelle, die angeboten werden. Das eine ist die Ausbildung. Das heißt, ein Trader, der sagt, ich mache das seit 10 Jahren hauptberuflich, verkauft eine Ausbildung, sodass du oder ich selber lernen zu traden. Halte ich persönlich auf der einen Seite natürlich für sinnvoll, weiß aber nicht, habe da keine Erfahrung mit, wie schnell kann man das wirklich lernen und wie viele von den Leuten sind dann auch wirklich profitabel. Na, das ist genauso wie wenn jetzt jemand sagt, ey, ich bringe dir mal Programmieren bei. Ich bin sicher, damit ich irgendwie mal das erste kleine Programm mache, kriege ich schnell hin. Aber langfristig profitabel, wenn ich mir anschaue, dass selbst global auch auf die Trader, die es hauptberuflich machen, nur 1% wirklich Geld verdienen, mag ich halt so meine Zweifel haben, wie da prozentual die Verteilung ist. Aber das ist das eine Modell. Das heißt, ein Coach verkauft eine Ausbildung, ein Coaching im Bereich Trading. Das zweite ist, und das habt ihr sicherlich auch schon ein paar Mal gesehen, dass es sogenannte Signalgruppen gibt. Ja, zum Beispiel bei Telegram, das ist dann eine bezahlte Gruppe, zahlst eine Pauschale jeden Monat und bekommst dann die Signale. Das heißt, der Trader liest etwas, ne, im Graphen, gibt dir das Signal, aber du musst selber kaufen. Schwierigkeit da ist, bist du die ganze Zeit am Rechner, bist du an deinem Handy, um das auch wirklich auszuführen. Ne? Weil er sieht vielleicht was im Kurs oder sie. So, und bis du sozusagen das Ganze eingegeben hast, hat sich der Kurs verändert und du hast dann mit ganz anderen Parametern und Werten getradet. Das funktioniert auch im Multilevel-Marketing. Ne? Auch da gibt es immer ganz viele TikTok-Videos, wie ich mit 2 Zahlen am Tag irgendwie oder mit Copy-Paste von 2 Zahlen reich geworden bin. Vorsichtig, ne? Auf jeden Fall vorsichtig mit sowas, wenn Leute sagen, hey, es gibt ja nichts Leichteres, weil wie gesagt, Trading 1% der Leute und das ist eine Statistik, die ist nicht irgendwie dahergeholt oder so, sondern da gibt es halt wirklich nachweislich eben diese Belege, dass wenige Leute im Trading wirklich gutes Geld machen. Die Frage ist, sind das die Leute, die dann auch wieder hinter diesen Firmen stecken und die Signale rausgeben und kannst du oder ich die Person, die das jetzt ausprobieren, eigentlich so schnell nachtraden, um dann wirklich die Erfolge rauszuholen. Aber das ist Modell Nummer 2. Und das dritte, das ist das, was wir auf unserem Kanal ja auch schon getestet haben, ist eben das sogenannte Copy Trading. Das heißt, das vereint eigentlich so ein bisschen 1 und 2. Du hast einen augenscheinlich guten Trader. Ne? Zum Beispiel bei Naga ist ja mittlerweile alles einsehbar. Also wirklich die Statistik. Und da gibt es Leute, die sind über ein paar Jahre wirklich profitabel. Und dann kannst du einfach einen Button drücken und kopierst diese Person. Ne? Mit 100% oder auch nur mit 10% des Kapitals. Das heißt, wenn jetzt ein Trader zum Beispiel irgendwie mit 100.000 Euro tradet, kannst du auch sagen, ich mache das mit 1.000. Problem da, Thema Gebühren.
Für jeden Trade bekommt natürlich der Trader wieder einen kleinen Bonus, den zahlst du. Das heißt, wenn jetzt jemand 20 Mal am Tag tradet, bestimmte Strategien sind nur darauf ausgelegt, möglichst viel zu traden, um eben diesen Kopierbonus abzugreifen, dann zahlst du auch viel Gebühren und zahlst natürlich auch nochmal selber Gebühren, wenn du das über diesen Broker laufen lässt, dann zum Beispiel mal ein Trade länger offen bleibt, etc. So, wir haben es gemacht, mittlerweile schon das zweite Mal, ich bin gerade am dritten Experiment, bin momentan auch immer mit einem Profit da raus. Aber wir haben auch im letzten Main-Video gehört, dass steuerlich das gar nicht so easy ist. Und deshalb habe ich mit dem lieben Professor Dr. Yoon mal drüber gesprochen, wie wird denn eigentlich Trading jetzt in der Praxis versteuert und wie macht er das mit den Leuten, die er betreut? Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst. Unglaubliche View auf jeden Fall im Hintergrund. Wir sprechen über Online-Geldverdienmodelle. Ich meine, ihr seid jetzt selber oder du bist jetzt selber auf Social Media vertreten, mittlerweile auch einen echt großen YouTube-Kanal aufgebaut. Du nimmst ja auch immer wieder so Unternehmen, sage ich mal, unter die Lupe. Was mich jetzt mal interessiert, sind wirklich diese klassischen Modelle, die immer wieder beworben werden. Komm in die Gruppe, Dropshipping, Amazon FBA und so weiter. Ist dir das Thema vertraut? Klar, das sehe ich selber in den sozialen Medien und wir haben natürlich auch viele Mandanten, die das auf seriöse Art und Weise extrem betreiben, auch extrem groß skaliert haben. Hängt letztendlich damit zusammen, über soziale Medien weiß man, dass wir das können. Andere sind auf den sozialen Medien, erkennen da unsere Kanzlei, sehen, dass wir es können und melden sich dann auch bei uns. Wir beraten ja auch schon seit mehreren Jahren viele davon. Ah, okay. Ja, super spannend. Ich würde einfach mal anfangen wollen. Mein letztes Video ging ja über diese App Naga. Das ist im Endeffekt Copy Trading. An der Stelle auch stellvertretend für andere Apps oder auch andere Dienstleistungen. Ich glaube, RoboForex gibt es da noch und so weiter, wo man im Endeffekt einen Button drückt. Ich kopiere einen Trader. Ich selber habe vorher mit meinem Konto Geld eingezahlt und dann ist es so, es wird getradet. Nach 2-3 Monaten kann ich sagen, ich will aufhören, habe vielleicht 1.000, 2.000 Euro Profit gemacht und lasse mir das wieder auf mein Konto zurücküberweisen. Wie sieht das Ganze steuerlich aus? Genau, das hört sich unglaublich kompliziert an, so wie sich Bitcoins vor 5 oder 8 Jahren auch unglaublich kompliziert angehört haben. Und letztendlich ist es aber sehr einfach. Man kann das sehr einfach erklären. Wenn ich mich dafür entscheide, jemanden anderen zu kopieren und dem quasi das Geld überweise, generiert er mit Gewinne, also Einkünfte. Und da gibt es verschiedene Arten von Einkünften. Zum Beispiel kann er aus Optionen die Gewinne generieren. Dann kann er die Option mit Aktien gewinnen, mit NFTs und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und welche Art das ist, dann wird so getan, als hätte ich selber die gleiche Investition getätigt. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ich selber eine Aktie kaufe und damit Gewinne mache, die werden ja mit 25% versteuert, oder ob ich jemanden kopiere, der dann damit Aktien kauft, dann werden die Einkünfte auch bei mir mit 25% Abgeltungssteuersatz besteuert. Und bei Optionen und NFTs und was auch immer es da gibt, das ist dann alles genauso, als wenn ich selber direkt gekauft hätte. Also keinen steuerlichen Vorteil und keinen steuerlichen Nachteil an dieser Stelle. Okay, jetzt bekomme ich aber beispielsweise von Naga auf mein Konto ja eine Summe überwiesen. Sagen wir mal, ich habe 5.000 eingezahlt, ich kriege 7.000 drauf. Das Finanzamt will aber schon wissen, wo kommt sozusagen diese Differenz her? Also wie habe ich jetzt diese 2.000 Euro Profit gemacht in dem Fall? Genau, und jetzt fängt es an, kompliziert zu werden, weil wenn du in EFTs investierst, da ist die unterliegende Investmentsteuergesetz, das ist total kompliziert. Ja? Da wird in viele Kategorien unterschieden. Wenn du Aktiengewinne hast, dann hast du 25% Steuer. Wenn du Optionen hast, Gewinne musst du versteuern, Verluste kannst du nur bis 20.000 Euro abziehen pro Jahr. Das ist natürlich super kompliziert. Und das macht die Sparkasse und das örtliche Kreditinstitut besser. Die geben dir eine Steuerbescheinigung am Ende, wie die 2.000 Euro zustande gekommen sind. Das machen die Apps machen das an dieser Stelle noch nicht. Und da hast du dann die Pflicht zu sagen, von den 2.000 Euro habe ich 500 Euro Gewinn aus der Person, die ich gekopiert habe. Der hat das mit Aktien gemacht und die anderen 500 Euro habe ich über einen anderen Copy-Investment gemacht und die werden dann halt anders besteuert. Und das weißt du dann deinem Finanzamt nach und das ist dann ein bisschen komplizierter. Das ist übrigens genau wie bei Bitcoins. Die Bitcoin-Gewinne nachzuvollziehen ist unglaublich schwierig, ja, weil auch unglaublich viele Transaktionen im Hintergrund gelaufen sind. Okay, das heißt, es reicht jetzt nicht zu sagen, Naga hat mir da 2.000 mehr überwiesen, sondern ich muss wirklich jede einzelne Position runterladen, einreichen, gucken, was ist CFD-Gewinn, Aktiengewinn und so weiter. Genau, du kannst das natürlich zusammenfassen, die CFD-Gewinne in die NFT und in die Aktiengewinne und kannst das dann in das entsprechende Feld eintragen, aber du musst das schon in die richtige Position eintragen, in der Summe, die Summen dann aus den einzelnen Bereichen. Die Pflicht hast du schon. Jetzt kommt häufig die Frage, ja, was ist, wenn mir das Finanzamt nicht glaubt? Ja, mach dir mal keine Sorgen.
Das Finanzamt hat nicht mehr Informationen wie die. Wenn du sagst, das sind Aktiengewinne, dann kann das Finanzamt nichts anderes nachweisen. Ja, dann sind das auch Aktiengewinne, wenn es denn auch so ist. Ja, und dann weißt du das im Finanzamt. Sagst du dem Finanzamt, das war die Person und da habe ich gehört, dem habe ich gefolgt und dem habe ich das Geld überwiesen. Und daraus habe ich dann die und die Gewinne. Und dann funktioniert das in der Regel in der Praxis sehr gut beim Finanzamt. Also da kommt vielleicht mal eine Rückfrage, aber Finanzamt weiß nicht mehr und hat keine besseren Informationen, wie du sie hast. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Thema Bitcoin. Theoretisch kann ich ja auch jemanden kopieren, der das Ganze mit Kryptowährung macht. Und da glaube ich halt selber, man hat ja dieses, ich kaufe Bitcoins, lasse es ein Jahr liegen, ist es steuerfrei? Ist immer noch so, oder? Das ist im deutschen Recht so, genau so ist es, ja. Genau, jetzt ist es in dieser Copy-Trading-App aber, dass die Person ja immer wieder neu tradet. Das heißt, ja, in dem Moment, wo jetzt getradet wurde, sagen wir wieder, ich habe 2000 Profit gemacht, müsste ich ein Jahr lang das Ganze ruhen lassen, damit es steuerfrei ist? Oder muss ich Trading-Gewinne so oder so versteuern, egal ob es Bitcoin ist oder nicht? Jetzt fängt es an, kompliziert zu werden. Du nimmst 1000 Euro, setzt die auf die Person, die damit Bitcoin investiert und erkauft, verkauft. Und jetzt musst du gucken, zwischen Kauf und Verkauf ist da länger als ein Jahr, dann ist es steuerfrei. Wenn weniger als ein Jahr, ist es steuerpflichtig. Dann kauft er aber vielleicht, nachdem er, also er kauft, verkauft, kauft dann wieder, verkauft wieder und dann geht das ganz schnell hin und her. Und immer zwischen Kauf und Verkauf werden wahrscheinlich weniger als ein Jahr sein. Und deswegen ist jeder einzelne Vorgang steuerpflichtig. Und am Ende des Tages bekommst du von 1000 Euro 2000 Euro zurückgezahlt, machst also 1000 Euro Gewinn. Und dann kann es natürlich sein, dass sich die 1000 Euro daraus zusammensetzen, dass die Hälfte über ein Jahr war und die andere Hälfte unter einem Jahr war. Und das hast du dann in der Verpflichtung, das auseinander zu bröseln, ja. Und das macht es für dich sehr, sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr, sehr schwierig. Das heißt, hier gilt das sowieso ja auch nicht, weil ich ja sozusagen den Gewinn in Euro oder in Dollar bekomme und nicht in Bitcoin. Sonst hätte ich gesagt, könnte ich ja theoretisch, ich habe jetzt selber mit Bitcoin ein bisschen hin und her getradet, lasse einfach meine Bitcoins liegen. Das funktioniert aber ja nicht, da ich selber ja einfach Euro einzahle und Euro auch rausbekomme. Nochmal, du zahlst 1000 Euro ein und die werden ja immer in Bitcoin gewandelt. Kaufe Bitcoin, verkaufe Bitcoin. Dann kommt ja quasi auch wieder der Eurobetrag zurück. Genau, jetzt gibt es ja auch Plattformen, wo ich theoretisch in Krypto einzahlen könnte. Ja. Und dann habe ich sozusagen auf dieser Plattform Kryptowährung, sagen wir jetzt einfach mal Bitcoin, und ich handle halt damit. Ja, genau. Aber dann wird dieser Bitcoin, den du einzahlst, ja auch immer wieder getauscht. Und ein Tausch ist auch wieder wie ein Kauf und Verkauf. Dann tauschst du den gegen andere Währungen oder, ne, dann ist jeder Tauschvorgang wie ein Verkauf. Du musst nicht in Euro kaufen oder in Dollar kaufen, verkaufen. Du kannst auch in andere Kryptowährungen verkaufen. Immer gilt das als Verkauf. Okay, das heißt, hier ist eigentlich genau das gleiche Spiel. Ich muss es auseinanderbröseln. Genau, du musst es auseinanderbröseln und am Ende des Tages wird es ganz einfach sein, weil er wird nie länger als ein Jahr die eine Kryptowährung halten, wahrscheinlich. Und damit kann man pauschal sagen, alle Gewinne, die du daraus generierst, steuerpflichtig und pauschal deinen normalen Steuertarif darauf. Das macht es in der Praxis dann in der Regel wieder relativ einfach. Ja, das war, fand ich an der Stelle schon ziemlich aufschlussreich. Also man muss auch sich das natürlich immer als großes Ganzes anschauen. Naja, es klingt oftmals in einer Werbeanzeige oder so leichter, als es dann wirklich ist. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Modell, nämlich das sogenannte Dropshipping oder auch mit eingeschlossen Amazon FBA, komme ich gleich zu. Dropshipping an sich auf Deutsch ist ein Streckengeschäft. Das heißt, es geht im Endeffekt darum, dass du eine Ware nicht selber kaufst. Zum Beispiel jetzt, ich nehme eine Ware, kaufe die ein und lagere die bei mir zu Hause. Ihr kauft und ich schippe sie euch raus. Sondern, dass man im Endeffekt diese Zwischenstation weglässt, drumherum ein E-Commerce-Business, ein Shopify-Store aufbaut, sodass du in China oder in China zum Beispiel kaufst und die Person oder aus China heraus wird das direkt zu der Person geschippt. So, das ist im Endeffekt Dropshipping. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. AliExpress, Alibaba, damit hat das Ganze angefangen, ne? Also wirklich China zu der Person, das Ganze gewhitelabelt und du baust ein Branding drumherum, um ein günstiges Produkt sozusagen durch dein Branding und durch die Werbung mit Marge zu verkaufen und kriegst dann auch direkt in Shopify natürlich diese Marge ausgezahlt. So, da gibt es jetzt auch noch andere Möglichkeiten. Dann kam zum Beispiel Big Buy, wo man gesehen hat, okay, wenn man jetzt aus China was bestellt, das dauert oftmals 4 bis 6 Wochen. Aber die Leute, die bei dir kaufen in deinem Shopify, die wissen ja nicht,
das wird ja durch das Dropshipping natürlich auch verschleiert, dass es aus China kommt. Weil sonst würden die ja selber einfach bei Alibaba oder AliExpress bestellen. Und da ist es dann halt so, dass Big Byte zum Beispiel sich in Spanien niedergelassen hat. Das ist dann sozusagen dieser Zwischenhändler, der aber eben nicht ganz so viel Marge dir abzwackt und sagt, hey, wir holen die Sachen, bieten dir das an, natürlich nicht für den Preis, wie es bei Alibaba oder AliExpress oftmals ist, aber wir shippen aus Spanien und dadurch kommt es schneller an. Aber ihr wisst selber, wenn ihr jetzt hier in Deutschland was bestellt, das kommt irgendwie 6 Wochen später an, dann kann es oftmals sein, dass die Leute sagen, ey, viel zu spät, ich will das Produkt gar nicht mehr und so weiter und es einfach wieder zurückschippen. Und Option Nummer 3 ist, das Ganze über Amazon laufen zu lassen, weil Amazon natürlich als Plattform diese Autorität schon hat, na, das Vorschussvertrauen. Und man nimmt dann selber Produkte, packt sie auf Amazon und Amazon ist, wenn du es so nimmst, dann dieser Zwischenhändler, kümmert sich auch um das ganze Fulfillment, also Verpackung, Versand und es läuft dann eben darüber. Dann werden Produkte eingekauft in China günstig, da wird eine Amazon-Store aufgebaut. Das heißt, anstatt einen Shopify-Store machst du das Ganze eigentlich auf Amazon und das wird dann oftmals das Amazon FBA betitelt. Na, dass du sozusagen gepflegte, gute Amazon-Seiten hast, wo dann eben diese Produkte verkauft werden. Na, das ist vielleicht auch mal ganz spannend zu wissen. Also wenn wir etwas bei Amazon kaufen, na, man sagt immer so hier CO2 und CO2-Abdruck, wenn ich jetzt irgendwie aus China bestelle. Viele Waren auf Amazon sind nur gebrandete Shops, aber die Ware kommt aus China. Na, das ist immer ganz, ganz wichtig, vielleicht auch mal selber zu wissen. Also Dropshipping ist jetzt, was das angeht, nicht unbedingt irgendwie umweltschädlicher als beispielsweise Amazon FBA. Aber die 3 Modelle haben wir. Das heißt, Amazon als vertrauensvoller Shop, wo man sich so Seiten aufbaut, na, wo natürlich auch Rezensionen und so weiter super wichtig sind. Dann einmal die Möglichkeit Dropshipping, AliExpress, Alibaba oder eben mit Big Buy. Beispielsweise gibt es auch viele andere Händler, die dann in Europa sitzen. Und da habe ich den lieben Christoph natürlich auch gefragt, okay, aber wie ist das jetzt steuerlich? Okay, kommen wir zum zweiten Modell. Dropshipping ist ganz beliebt, also bei uns auch auf dem YouTube-Kanal, ich glaube mit die erfolgreichsten Videos. Es gibt so viele Coaches, so viele, ich zeige dir das Winning Product und so weiter. Jetzt gibt es da einen neuen Marktplatz, der heißt Temu. Kommt ebenfalls aus China, sonst hat man das Ganze ja über Alibaba oder AliExpress oftmals gemacht. Wie versteuere ich Dropship-Gewinne? Also ich baue, oder vielleicht um es einmal zusammenzufassen, ich baue jetzt hier in München sitzen einen Shopify-Store auf. Ich nehme eine Anbindung, sagen wir jetzt einfach mal Temu, suche mir ein Produkt aus. Leute kaufen über meinen Store. Temu aus China schickt direkt nach Frankfurt in dem Fall. Dort wird ein neues Label draufgepackt und es geht zum Kunden und ich kriege im Endeffekt nur die Differenz. Ja, auch das ist wieder einfacher, wie man denkt. Weil, vergleichen wir das mit dem normalen Handel, den du betreibst, wo du Ware einkaufst. Das heißt, du hast einen Wareneingang, dann musst du vielleicht einen Warenbestand am Jahresende zählen, du musst ihn in der Bilanz aktivieren und so weiter. Das macht es sehr kompliziert. Im Vergleich dazu ist Dropshipping ja super einfach. Ablauf ist ja wie folgt. Ich stelle was online, es wird gekauft. Also nehmen wir diesen Kugelschreiber. Ich verkaufe den für 2 Euro. In dem Augenblick, wo ich den online für 2 Euro verkaufe, kaufe ich ihn online für 1,50 Euro auf der Online-Plattform ein, was automatisch läuft. Dann wird er automatisch verschickt zum Kunden. Was passiert? Ich bekomme eine Rechnung über 1,50 Euro und habe ihn gleichzeitig für 2 Euro verkauft. Und in dem Moment mache ich also 50 Cent Gewinn. Und diese 50 Cent muss ich versteuern. Wenn ich Einzelunternehmer bin, mit Einkommensteuer zwischen 0% und 45%, wo ich da bin, plus Gewerbesteuer. Und hier als Hinweis, ich sage in der Pauschale immer 50%, damit kann man gut kalkulieren. Meistens wollen die Klienten das dann genauer wissen. Wenn jemand schon 60.000 als Single verdient und er macht dann noch Dropshipping-Gewinne on top, da sind wir beim Steuersatz von 42%. Die Gewerbesteuer muss ich bis 14% quasi gar nicht bezahlen, weil ich kann die anrechnen auf meine Einkommensteuer. Aber in München zum Beispiel wird die Gewerbesteuer 17% sein, sodass der Überhang über 14% mit 3% dann nochmal zum Buche schlägt. Und damit bin ich bei 45 plus bisschen Solidaritätszuschlag, noch Kirchensteuer. Deswegen kommt die Rechnung mit 50%, die ich dann an Einkommensteuer, Gewerbesteuer und so weiter zahlen muss, sehr gut. Ein bisschen komplizierter wird es vielleicht bei der Umsatzsteuer, weil die Ware kommt ja jetzt vielleicht direkt aus dem Ausland zum Kunden oder erst zum deutschen Zwischenhändler. Das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Dafür gibt es aber Leitfäden, das bei der Umsatzsteuer zu behandeln. Da ist Dropshipping durchaus kompliziert, aber da gibt es immer so 3-4 Modelle oder 3-4 Wege, wie das
wirtschaftsgut dann zu deinem Kunden kommt. Dafür muss man einmal den Mandanten aufzeigen, wie wird in welchem Weg gehandelt. Und teilweise machen das die Online-Plattformen ja selber sehr gut, dass sie das dann auch erkennen und die Umsatzsteuer richtig berechnen. Ja, wenn ihr jetzt jemanden, habt als Klienten, den ihr sozusagen steuerlich beratet, wie macht ihr das? Sagt ihr dann zu der Person, okay, lass das ruhig über dein Einzelgewerbe laufen oder macht ihr das meistens über eine GmbH? Also hat man da irgendwie Vorteile, wenn man das jetzt in einem Unternehmen hat oder in einem Einzelgewerbe? Genau, wir unterscheiden immer drei Stufen dabei. Kleinere Einheiten starten in der Regel im Einzelunternehmen. Ist auch nicht so das große Haftungsrisiko dabei, wobei man gucken muss, wenn Ware aus China importiert wird mit der Produkthaftung. Aber in den meisten Modellen ist keine Haftung, deswegen kann man gut im Einzelunternehmen starten. Wenn der Mandant aber jetzt eine gewisse Größenordnung erreicht hat, ich sage immer, ab 100.000 Euro Gewinn, da reichen 60.000 zum Leben, wird er 40.000 sparen. Naja, warum sollte er dann die kompletten 100.000 mit 50% versteuern? Dann wähle doch die Rechtsform der GmbH, weil da kannst du ja sehr schön 60.000 als Geschäftsführergehalt zahlen und die weiteren 40.000 lässt du mit einem niedrigen Steuersatz, nämlich 30% in der GmbH drin. Und wenn du dann nochmal eine deutliche Nummer größer wirst, 250.000 Gewinn aufwärts, nur ganz grob jetzt, ne, Tom, nur ganz über den Daumen gepeilt, ab 250.000 Euro reden wir über eine Holdinggesellschaft, dann nimm 100.000 zum Leben, die anderen 150.000 packst in die Holdinggesellschaft rein, benutzt das als Spardose, nach 10 Jahren hast du 1,5 Millionen dann da drin, kannst die wieder reinvestieren. So ganz grob geben wir das unserem Mandanten mit auf den Weg. Das ist wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip dann wie, wenn man das Ganze über Amazon laufen lässt. Machen ja auch viele, also bauen sich einen eigenen Amazon-Store, Amazon FBA ist ja auch riesengroß. Ich glaube, Simon Desue hat das sogar eine Zeit lang beworben als, sag ich mal, Geschäftsmodell. Du lachst. Nee, alles gut. Mandat von. Okay. Hat das ja groß beworben. Jetzt baut man sich das im Endeffekt dort auf. Steuerlich das Gleiche oder anders zu behandeln? Sehr ähnlich, also in der Summe das Gleiche, aber du musst jetzt nochmal eine Sache mischen, nämlich du musst das Dropshipping, wo die Ware ja selber nie auf Lager hast, du hast ja nie, immer einen Warenbestand von null rechtlich und steuerlich gesehen, dann musst du vergleichen mit dem normalen Händler, der auch mal Ware auf Lager legt, das tust du ja bei Amazon FBA. Du kaufst Ware ein, investierst erstmal vorab dein Cash, hast dann auch einen Warenbestand, der liegt nicht bei dir, sondern der liegt ja im Amazon FBA Lager. Und den Warenbestand musst du auch kategorisieren, den musst du, wenn du bilanzierungspflichtig bist, einmal im Jahr dann auch in deiner Bilanz angeben, also zählen, dessen liegen, ja, je nachdem, was es für Wirtschaftsgüter sind. Und dann unterscheidet man so ein bisschen zwischen den kleinen, den Einnahmenüberschussrechnungsersteller, ja, und ab 600.000 Umsatz oder 60.000 Gewinn musst du eine Bilanz erstellen als Einzelunternehmer und dann musst du eine Bilanz erstellen, dann wird es ein bisschen komplizierter. Aber am Ende des Tages, von Unternehmensgründung bis Unternehmensbeendigung, hast du wieder einen Gewinn. Kugelschreiber für 1,50 Euro eingekauft, für 2 Euro verkauft und hast 50 Cent Gewinn in der Zwischenstufe. Ja? Und auch die müssen wieder besteuert werden. Ja? Die meisten starten eben mit der Einnahmenüberschussrechnung als kleiner Einzelunternehmer, aber dann können die hingehen, wenn die den Kugelschreiber kaufen für 1,50 Euro, den komplett in die Betriebsausgabe buchen. Das heißt, wenn du 3 Kugelschreiber kaufst für 1,50 Euro, also 4,50 Euro Ausgaben, und wenn du nur 2 verkauft hast bis zum Jahresende, hast du 4 Euro Gewinn und mit 4,50 Euro Verlust hast du eigentlich einen steuerlichen Verlust von 50 Cent, das für die Unternehmensgründung am Anfang eigentlich sehr gut ist, um am Anfang keine Gewinne zu versteuern. Nur irgendwann kehrt sich der Effekt natürlich um, logischerweise. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema Business Coaches und Coachings. Und dazu will ich ein bisschen mehr erzählen, denn es ist tatsächlich so, dass ich selber früher von vielen Coaches gelernt habe. Ich habe eine Geschichte, die ich an der Stelle mal mit euch teilen kann. Ja, wer länger diesen Podcast schon hört, auch als es den beispielsweise noch nicht auf YouTube gab, der weiß das, weil ich damals viel darüber erzählt habe. Ich selber habe Marketing ursprünglich mal bei Tai Lopez gelernt. Oder er war einer der Leute, wo ich mich tatsächlich selber eingekauft habe. Und ich glaube, man kann ihn schon so als Business Coach betiteln. Er hatte damals Masterminds, das ist der Typ mit der Brille, der in seiner Garage stand und gesagt hat, ey, ich habe gerade den neuen Lamborghini hier geholt, aber wisst ihr, was viel geiler ist als materialistische Dinge? Und dann dreht er so die Cam und sagt, diese Bücher hier im Hintergrund, da bin ich nämlich noch mehr stolz drauf, weil die habe ich alle gelesen und da habe ich mein Wissen her. Und das ist der Grund, warum ich mir immer wieder einen neuen Lamborghini holen kann. So, dann hat er das genommen oder diese Werbung halt geschaltet und hat einen Kurs rausgebracht, der hieß 67 Steps. Und in diesem Kurs, das sind 67 Videos, wo er im Endeffekt zu Hause sitzt, mit ganz vielen Büchern im Hintergrund und er erzählt 1, 2, 3 Stunden über ein Thema und er hat diesen Kurs verkauft und ihr könnt euch vorstellen, das ist wahrscheinlich so von der Watchtime her,
zwei komplette Tage, die man sich das Ganze anhören kann. Dadurch, dass es $67 im Monat gekostet hat, sind die Leute gar nicht durchgekommen und haben dann einfach nicht storniert. Und ich war bei ihm damals auf einer Mastermind, wo ich mich eingekauft habe, in Los Angeles, in seiner Villa, wo auch die Videos entstanden sind. Und er hat diese ganze Geschichte so ein bisschen erzählt, wie er es gemacht hat, wie er die Werbung aufgenommen hat. War so einer der Ersten, der damals so diese authentischen Werbung mit seinem Handy gemacht hat, etc. Und ich fand das super spannend. Und das war eine Zeit, wo hier in Deutschland eigentlich noch keiner drüber geredet hat. Na, also es ist mittlerweile schon 7 Jahre, würde ich sagen, her, wo ich da, also mindestens 6, wenn nicht sogar 7 Jahre, wo ich da in L.A. war. Und ich habe viel gelernt. Mittlerweile muss ich sagen, verfolge ich Talopis seit Jahren jetzt schon nicht mehr. Ist auch so ein bisschen für mich abgekommen von dem Marketing, was er da mal betrieben hat. Habe dann auch im Nachhinein viel irgendwie erfahren über CoffeeZilla und so weiter, was ich damals gar nicht so gesehen habe, als ich da war. Für mich war das einfach komplett neue Welt. Aber genauso ist es vielleicht auch für den einen oder anderen von euch. Man sieht irgendwie so eine Werbung. Jemand hat eine dicke Karre und jetzt wird irgendwie ein Coaching verkauft. Und mein persönlicher Take, was Coachings angeht, ist immer, ist es das Puzzleteil, was du wirklich brauchst? Wenn jemand dir von vornherein sagt, ey, mit meinem Coaching, du bist gerade planlos und du bist arbeitslos und du hast keine Ahnung, mit meinem Coaching wird das was, dann ist das für mich schwierig oder dann sehe ich das sehr, sehr kritisch, weil niemand kann verallgemeinern, was für eine andere Person funktioniert. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel besser vor der Kamera agieren will oder ich will ein bestimmtes Sprachtraining, mir dann ganz gezielt jemanden zu suchen, der das kann, das halte ich nicht unbedingt für kritisch oder direkt irgendwie für Betrug oder so, weil ich auch viele erfolgreiche Menschen kenne, die gerade so im Mentalbereich sich tatsächlich jemanden holen, mit dem sie reden kann, mit der vielleicht auch einfach so das Mindset nochmal stärkt und so weiter. Das heißt, ich finde, man muss immer abwägen, tendenziell, wenn mit viel Luxus, mit viel plakativen Reichtum irgendwie geprahlt und beworben wird, dann habe ich immer so das Gefühl, es geht um dieses schnelle Geld und es ist tendenziell eher kritisch zu betrachten. Aber man muss auch sagen, viele von diesen Coachings sind absoluter Betrug. Na, also das ist dann oftmals ein Coaching, wo du eigentlich nur das Coaching affiliatest, bisschen wie die Hustle University, obwohl da ja auch Inhalt drin ist. Aber dann wird so ein bisschen verschleiert, worum es eigentlich geht. Und ich fand es ganz spannend, weil ich habe in dem Gespräch mit Christoph so ein bisschen auch drüber geredet, wie er das einschätzt und vor allem auch, was ist, wenn ich mir so ein Coaching hole und das vielleicht nichts ist. Welche Möglichkeiten habe ich? Kann ich das Ganze überhaupt dann zumindest steuerlich absetzen? Ich sehe diese Werbung, ich kaufe, aber völlige Katastrophe. Also ich verliere also 2000 Euro Coaching, ich habe nochmal 800 Euro ausgegeben für Ware, Shop-Dienstleistung und so weiter, wird alles nichts. Kann ich das vielleicht zumindest irgendwie steuerlich geltend machen? Ja, super. Gute Frage. Bei der Einkommensteuer sagst du, ich habe ja ein Gewerbe angemeldet und aus dem Gewerbe sind nicht 100.000 Gewinn, sondern 10.000 Euro Verlust geworden. Und dann gibst du diesen Verlust aus Gewerbebetrieb bei deiner Einkommensteuererklärung an und dann hast du noch Angestellteneinkünfte von 50 minus 10 aus Verlusten und schon musst du in diesem Jahr nur 40.000 versteuern. Die 10.000 Euro, Steuersatz so 30-40%, bekommst also 3.000, 4.000 Euro von den 10.000 vom Finanzamt wieder. Super coole Sache. Und in der Regel sind auf die Coaching-Rechnungen ja auch Umsatzsteuern. Wenn du jetzt Kleinunternehmer bist, kannst du die Vorsteuer nicht abziehen. Das ist jetzt der einzige Nachteil bei der Kleinunternehmerstellung. Wenn du dann aber gesagt hast, ja, ich bin ja sehr wohl vollwertiger Unternehmer, also mach das Kreuzen und sagst, ich verzichte auf die Kleinunternehmerregelung, dann kannst du auf die Coaching-Rechnung auch noch in der Regel 7 oder 9, in den meisten Fällen 19% Vorsteuer geltend machen. Und dann bekommst du die auch nochmal vom Finanzamt erstattet. Ist auch nochmal einiges. Ja, auf jeden Fall spannend zu hören. Und wir gehen nämlich direkt weiter zu einem Thema, was ich auch immer mehr auf Social Media sehe. Und zwar auswandern. Ja, Dubai steuerfrei, Zypern steuerbefreit oder Steuern sparen. Und da ist ja ein komplettes Business drumherum entstanden. Also Leute, die einem dabei helfen, auszuwandern, wie funktioniert das? Und auch ich habe tatsächlich meine eigene Story damit, als ich angefangen habe, im Internet Geld zu verdienen. Das ist mittlerweile auch schon 8 Jahre ungefähr her. Habe ich tatsächlich auch mal mit dem Gedanken gespielt, nach Dubai zu gehen. Und ich war auch ein halbes Jahr damals drüben und habe mir das Ganze so überlegt. Aber es waren 2 Faktoren, warum ich es am Ende nicht gemacht habe.
Faktor Nummer eins, das ist jetzt vielleicht subjektiv, aber ich kam tatsächlich mit der Kultur in Dubai damals nicht zurecht. Das ist mittlerweile, glaube ich, alles viel aufgelockerter. Aber ich habe viele Geschichten gehabt, die ich ja auch teilen kann, an der Stelle mit Leuten, die in Dubai leben und die zum Beispiel gesagt haben, hey, wenn wir mal pokern, dann müssen wir die Türen abschließen und die Vorhänge zumachen. So, man muss vielleicht dazu sagen, in Dubai schließt man tendenziell seine Haustür nicht ab. Na, weil du hast sowas wie, Leute brechen ein oder klauen Dinge und so weiter. Du hast es dort nicht, einfach weil die Strafen so hoch sind. Und mir hat das trotzdem ein komisches Gefühl gegeben. Na, oder natürlich während der Fastenzeit, was völlig in Ordnung ist. Aber die Läden haben zu, beziehungsweise es sieht so aus, also wie eine Geisterstadt während des Tages. Und dann gehst du zu Starbucks und dann ist da eine einzige Frau. Und wenn du was bestellst, dann packt sie dir das in so eine Tüte, wo man nicht durchgucken kann, dann bekommst du es in die Hand und sagt sie dir, ey, erst im Hotel. So, und dann gehst du ins Hotel, es ist super warm, 45, 50 Grad teilweise, also wirklich, du gehst raus und dein T-Shirt ist am Körper, dann gehst du ins Hotel, dann musst du die Vorhänge zuziehen und dann darfst du eben erst essen und trinken, ne, was ich komplett verstehen kann. Ich habe zum Beispiel auch mal fast $500 Strafe zahlen müssen, weil ich ein Kaugummi gekaut hat. Ne, und auch diese Kaubewegung während damals des Fastens dort einfach nicht erlaubt war. Da war ich mit meiner Freundin dort, wir sind durch die Dubai Mall. Du wurdest halt komisch angeguckt, wenn du halt Händchen hältst. Und das sind alles so kleine Dinge gewesen, weshalb ich dann damals dachte, nee, viele, die in Dubai leben, die gehen dann auch im Sommer wieder nach Europa, weil es einfach viel, viel zu warm ist. Aber das war einfach nicht der Vibe. So, und das Zweite ist das Thema Wegzugsteuer. Wenn du nämlich für eine gewisse Zeit selbstständig bist, ich glaube 3 oder 5 Jahre ist es, dann musst du eine Wegzugsteuer zahlen, wenn du sozusagen das Land verlässt. So, wenn die Firma jetzt aber hier ist und du auch zum Beispiel deutsche Kunden hast oder Kunden in Europa, dann ist es nicht so einfach zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal nach Dubai und dann ist alles irgendwie steuerfrei. Und deshalb habe ich da auch ganz genau Christoph mal gefragt, wie sieht das aus? Ist es wirklich so einfach? Und was hält er allgemein von diesem Modell? Ich ziehe einfach weg und spare mir die Steuern. Das klingt immer ein bisschen besser, als es in der Praxis ist. Okay, spannend. Jetzt ist mir gerade noch eine Zusatzfrage gekommen. Ich weiß gar nicht, ob du dazu was sagen kannst. Aber was ja auch super populär ist, ist dieses, ich mache ein Online-Business, ich ziehe nach Dubai, ich ziehe jetzt nach Zypern. Aber ich verkaufe trotzdem auf einer deutschen Landingpage an Leute, die in Deutschland leben, die hier wohnen, meine Dienstleistung. Ja. Wie ist das zu versteuern? Du, die Fragen haben wir sehr oft bei uns in der Kanzlei. Also jetzt nicht nur für Dropshipping oder Amazon FBA, sondern für ganz viele andere Sachen, auch für Coaching und Influencer-Tätigkeiten und so weiter und so fort. Also, dazu gibt es verschiedene Punkte. Erstens, hast du das Business bereits in Deutschland gegründet, bekommst du es nur sehr schwer aus Deutschland raus. Aussage 1. Das heißt, du müsstest am besten schon mal als erstes wegziehen. Wenn du jetzt weggezogen bist und erst danach dein Business gründest, dann darfst du Aussage 2 nicht in Deutschland gründen, also keine deutschen Warenlager anmieten, deutschen Büros, deutsche Mitarbeiter einstellen. Das machst du alles im Ausland. Und dann bist du ein, ich sag mal, jemand, der in Dubai steuerpflichtig ist, der keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hat, der in Dubai eine Fabrikhalle gemietet hat oder Mitarbeiter eingestellt hat, die Landingpage programmieren, oder du bezahlst externe Dienstleister, die wiederum meinetwegen sehr wohl in Deutschland sitzen können, aber sind ja nur externe Dienstleister, und verkaufst dann die digitalen Produkte, alles gut, die haben ja dann nichts mit Deutschland zu tun, das funktioniert, und du kannst auch Warenhandel betreiben, also machst mal erstmal simpel, du hast die Ware in Dubai vor Ort und schickst die immer nach Deutschland, das wäre sehr aufwendig, aber dann fällt auch dafür keine deutsche Steuer an, ja. Und wenn du die zwischenlagerst in Deutschland, dann kann man das auch so strukturieren, dass du damit nicht steuerpflichtig, also was die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer angeht in Deutschland, und dass du da auch keine Steuern auf die Gewinne zahlst in Deutschland. Absolut nachvollziehbar. Wir können den Fall ja mal umdrehen. Du bestellst, du kaufst dir ein iPhone und kaufst das, als Deutscher bestellst du das nicht in einem deutschen Shop, sondern in einem ausländischen Shop. Dann schickt er dir das aus China nach Deutschland oder von Australien. Dann sind wir uns doch einig, dass der Australier dafür in Deutschland keine Einkommensteuer zahlen muss, nur weil du aus Funde das bestellst. Und damit kann man in der Tat, wenn man es richtig macht, das schaffen nur sehr wenige, das richtig zu machen, aber wenn man es richtig macht, die deutsche Steuer vermeiden. Mhm. Geht aber nur, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Moment, wo ich auch dann wirklich im Ausland gründe. Ich kann nicht hier alles aufbauen, ja, und sagen, oh, ich merke gerade, das funktioniert, ich hau mal ab, sondern dann habe ich möglicherweise eine Wegzugsteuer und habe halt das Problem, dass hier sozusagen mein Firmensitz mal ist oder vielleicht war und ich trotzdem steuerlich gefangen bin. Genau so ist es. Oder der Gedanke, dass du in Deutschland wohnen bleibst und einfach mal nochmal eine Auslandsgesellschaft gründest und die steht dann im Impressum der Landingpage. Das funktioniert halt nicht.
du musst auswandern ins Ausland, das ist der Standardweg und dann hast du eine ausländische Gesellschaft. Das funktioniert, wenn du in Deutschland bleibst mit ausländischen Gesellschaften. Das ist in der Praxis sehr, sehr, sehr schwierig. Das schaffen nur die Großen, das richtig zu strukturieren. Super. Christoph, du hast alle Fragen perfekt beantwortet. Ich weiß auf jeden Fall eine ganze Menge mehr. Schaut auch gerne mal auf dem Kanal vorbei. Sehr spannende Analysen. Alles wirklich steuerlich erfasst. Vor allen Dingen auch finde ich super, dass du dich so gut auskennst mit diesen Online-Geldverdienmodellen. Weil ehrlicherweise, ich habe schon mit dem einen oder anderen Steuerberater zusammengearbeitet und die meisten sind da so, oh, online, da will ich eigentlich nichts von wissen. Ist ein neues Business, aber wir machen das halt in der Kanzlei logischerweise über unsere Online-Präsenz sehr, sehr, sehr viel und haben auch viele Mandanten in dem Bereich. Ja, und das, Leute, war es an dieser Stelle auch mit Teil 1 dieses Duo-Podcasts, wenn ihr Lust drauf habt, denn unser Gespräch ging noch ein bisschen weiter. Wir haben darüber gesprochen, wie man überhaupt online ein Business starten kann. Was ist der beste Weg? Kleingewerbe, Gewerbe, brauche ich eine GmbH, sollte ich direkt groß denken und mir eine Holding aufbauen und so weiter. Und ich habe auch ein paar kritische Fragen bezüglich des Alters gestellt, weil, das kann ich an dieser Stelle schon mal spoilern, Christoph und ich haben beide eine gleiche oder eine sehr ähnliche Vergangenheit, dass wir im Alter von eher sogar 13, ich 16 Jahren damals schon Geld verdient haben. Und ich weiß, dass auch in meiner Community viele Minderjährige sind, was auch super cool ist. Ne? Und die schauen sich natürlich schon diese Modelle an und sagen, ey, ich habe Lust, mir im E-Commerce-Bereich vielleicht was aufzubauen. Und auch da hat er den einen oder anderen Tipp gehabt. Deshalb gerne mal Feedback zu Folge Nummer 1, wo es wirklich mal darum geht, wie versteuert man das Ganze. Und wenn ihr Lust habt, dann gibt es tatsächlich noch eine, wo wir eben über genau so etwas reden, nämlich wie startet man überhaupt ein Online-Business, wie kann man das sogar als Minderjährige machen. An dieser Stelle hoffe ich, euer doppeltes Espresso ist ebenso leer. Lasst, wie gesagt, gerne ein Abo da. Schreibt eine Rezension, was mich natürlich sehr, sehr freuen würde bei iTunes, Spotify oder lasst ein Like da bei YouTube. Und ansonsten ist Christoph unten drunter in den Shownotes natürlich verlinkt und wir sehen und wenn ihr wollt, nee, wir hören und wenn ihr wollt, sehen uns auch nächste Woche wieder. Und für Leute auf YouTube verlinke ich euch jetzt noch ein Video, was auch spannend ist.